Nach diesem Video wirst du den Nummer 1 Hack kennen, um dich auf das nächste Level zu bringen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute gibt es einen Hack. Und der ist so simpel und gleichzeitig so geil, weil er einfach so krass funktioniert. Und der Hack ist ein wenig extrem, aber deswegen hat er auch so krasse Ergebnisse. Und ich werde ihn jetzt euch auch einfach gleich direkt verraten. Warum schaffen wir es nicht, einfach mal einen richtigen Quantensprung in unserer Entwicklung zu machen? Ja, habe ich schon mal gefragt. Eigentlich passiert unsere Entwicklung immer so kontinuierlich. Ja, es ist selten so, dass du, du kommst in unser Coaching, das ist was anderes. Aber normalerweise, ja, wenn du als Schüler für dich selbst lernst, sagst, du willst irgendwie besser lernen, dann ist es meistens so, dass du irgendwie, keine Ahnung, du bist bei 2,9 Schnitt und dann hast du im nächsten Halbjahr 2,7 und dann 2,4 und dann 2,1, dann kommst du in die Oberstufe, dann fängst du mit 1,9 an, 1,7 und dann irgendwie runter und dann schreibst du am Ende ein 1,3 Abi oder ein 1,4 Abi oder was auch immer. Und die Frage ist, warum ist das so? Einfach aus dem Grund eigentlich, weil unser gesamtes Denken nur auf Referenzerlebnissen basiert. Ja? Wenn ich sage, oh, das ist jetzt aber teuer, worauf basiert das denn? Das basiert nur auf den Referenzerlebnissen, also auf den Erfahrungen, die ich bisher in meinem Leben gesammelt habe, was teuer ist. Was ist denn teuer? Ist 200 Euro teurer? Ist 1000 Euro teuer? Ist 10.000 Euro teuer? Ist 100.000 Euro teuer? Wo fängt teuer an? Für manche Menschen fängt teuer bei 10 Euro an. Das ist natürlich auch relativ wieder dazu, zu was kaufst du. Und das Gleiche ist auch, was ist eine gute Note zum Beispiel für dich? Ihr kennt, es gibt immer diese Witze über die Menschen, die über eine 2 plus weinen. Ja, aber vielleicht ist es für diese Menschen einfach wirklich richtig schlecht. Und weil sie ein 1-0 Abi für Medizin haben wollen, ist es einfach richtig schlecht. Und dann ist es einfach auch ein Problem, weil es den Schnitt massiv runterzieht. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, wenn die eine 4 minus haben, ey, da lachen die sich den Arsch ab und feiern sich des Todes und der ganze Tag ist gerettet, einfach nur, weil sie die Matheprüfung bestanden haben. Und das ist genauso okay, weil es einfach immer nur davon abhängt, was die jeweilige Person für Erfahrungserlebnisse hat. Ja, die eine Person ist vielleicht die ganze Zeit nur gewohnt, durch Mathe konsequent durchzufallen und die andere Person ist die ganze Zeit nur gewohnt, Einser zu schreiben. Und deswegen ist für die Person 2 plus super schlecht und für die andere Person eine 4 minus immer super gut. Ja, und das gleiche auch zum Beispiel mit, was ist für dich ein erfolgreicher Tag? Wenn du zum Beispiel gewohnt bist, eigentlich gar nichts für die Schule zu machen und dann lernst du mal eine halbe Stunde und denkst dir, boah, heute habe ich aber viel gemacht. Wenn du es aber sowieso gewohnt bist, 3-4 Stunden jeden Nachmittag zu lernen und du dann mal nur 2 Stunden lernst, denkst du dir, boah, heute war ich irgendwie voll unmotiviert. Und daran merkt ihr schon, alles ist relativ. Alles ist relativ. Und genau diesen Mechanismus deines Gehirns kannst du dir sehr, sehr geil zu Nutzen machen. Weil solange du dich eben einfach immer nur so in deinem eigenen Standard befindest, wird sich nicht viel verändern. Weil was für unseren Kopf immer schwer ist, sind größere Ausbrüche. Ja? Unser Kopf wird immer dazu neigen, das weiter so zu tun, wie du es bisher getan hast. Ja? Wenn du immer viel gelernt hast, wird es dir schwer fallen, weniger zu lernen, weil du dann ein schlechtes Gefühl von dir selbst hast. Wenn du immer wenig gelernt hast, fällt es dir schwer, auf einmal viel zu lernen, weil du dann auf einmal merkst, irgendwie ist das voll anstrengend. Ja? Und deswegen, der Name One Hack, um aufs nächste Level zu kommen, wenn du zum Beispiel jemand bist, der immer sagt, oh, ich kann mich nicht länger als 45 Minuten konzentrieren und dann habe ich auch keine Lust mehr an dem Tag was zu machen, aber ich würde gerne mehr lernen, um bessere Noten zu schreiben, dann kannst du einfach die eine folgende Sache machen. Und zwar, nimm dir mal einen Tag, an dem du richtig krass durchziehst. Ja, dafür brauchst du auch nicht die Übermotivation oder so, weil es geht nicht darum, das irgendwie über Wochen und Monate aufrechtzuerhalten, nur einen Tag, an dem du mal wirklich von mir aus den ganzen Nachmittag lernst. Einfach nur, um deinem Gehirn hier oben zu sagen, hey Kollege, man kann das auch so machen. Weil du auf einmal deine ganzen Referenzerlebnisse, ja, du sammelst Tag für Tag bisher immer wieder, okay, eine halbe Stunde lernen ist viel, 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 eine halbe Stunde lernen ist viel. Und dein Kopf, der nimmt das ja die ganze Zeit auf, unterbewusst, ohne dass du es mitbekommst. Wenn du es aber einmal sagst, boom, Kollege, ich habe jetzt heute 6 Stunden gelernt. Dann sagt dein Kopf, wow, okay, krass, das ist auch möglich. Deswegen lernst du dann nicht gleich jeden ganz weiteren Tag 6 Stunden und sollst du gar nicht machen, weil es ist gar nicht nötig, um gute Noten in der Oberstufe zu bekommen. Aber
Dein Kopf sagt auf einmal, Moment mal, wir haben einmal auch 6 Stunden lernen können, dann kann ich ja zumindest 2 Stunden lernen, jeden Tag. Weil 2 Stunden ist auf einmal nur noch ein Drittel von 6 Stunden. Auf einmal merkst du, okay, ich kann 6 Stunden lernen und ich mache aber nur ein Drittel davon, das ist ja voll wenig. Obwohl es eigentlich mehr als das Vierfache ist von dem, was du davor getan immer hast. Ja? Wo du davor gesagt hast, oh, eine halbe Stunde ist aber viel, dann mache ich lieber mal nur 20 Minuten. Und das trifft auf alle Dinge zu. Ja? Das bedeutet, wenn du zum Beispiel jemand bist, der sich im Unterricht immer super schwer tut, sich zu melden, anstatt immer sich davon zu überzeugen, okay, diese Stunde melde ich mich mal zweimal, oh, jetzt habe ich mich zweimal gemeldet, boah, das war jetzt aber viel. Nimm dir mal eine Stunde, kann ja auch dein Lieblingsfach und dein Lieblingslehrer sein, wo du vielleicht auch noch vorgelernt hast, wo dich dann wirklich selbstsicher fühlst und wo du auch weißt, da wirst du einfach richtig liegen. Dann nimm mal deinen Arm, ja, und hab den einfach die ganze Stunde oben. Mach mal 10, 15 Meldungen. Ja, such dir natürlich auch einen Lehrer aus, der dich vielleicht auch so oft aufruft. Bei mir, meiner Mathelehrerin, war es immer so, dass sie dann irgendwann gesagt hat, Leo, ich rufe dich jetzt nicht mehr auf. Ist dann auch uncool. Aber gerade wenn du jemand bist, der mal stiller war, ja, melde dich mal 15 Mal pro Stunde, weil dann ist auf einmal 5 Mal melden, jede Stunde, nicht mehr so ein großes Ding. Ja, und das können ja einfach alle Dinge beziehen. Einfach auf alle. Auf alle. Wenn du zum Beispiel auf YouTube merkst, du schaust die ganze Zeit nur Unterhaltungsvideos. Ja, und dann guckst du ab und zu mal ein Video von mir, um dich irgendwie ein bisschen besser für die Schule vorzubereiten. Schau dir mal einen Tag lang, muss jetzt nicht nur von mir sein, kannst du auch gerne machen, aber schau dir an einem Tag mal wirklich nur Videos an, die dich nach vorne bringen. Nur Videos, die dich nach vorne bringen. Dann wirst du auf einmal merken, hey, das geht auch. Und dann machst du vielleicht ab da in Zukunft immer 50-50. Deswegen, macht immer mal wieder Tage. Es kann auch zum Beispiel mal beim Sport sein, ja, wenn du irgendwas trainierst. Du trainierst meistens immer in der gleichen Intensität und wenn du jetzt irgendwie in der Sportart besser werden willst, dann trainier einfach einmal richtig, richtig hart, wo du vielleicht danach auch 3 Tage Pause brauchst, weil du so kaputt bist, aber einfach nur, damit du selbst mal checkst, wow, man kann auch so trainieren. Und das ist einfach ein richtig, richtig geiler Hack, weil du einfach den Referenzrahmen für dein Gehirn komplett nach oben verschiebst. Und wenn du das vielleicht auch immer mal wieder machst, wirst du merken, dass du von der Kurve, vom Fortschritt her, die vorher so verlief, auf einmal so einen Effekt hast. Ja? Und deswegen setzt das um, das wird sehr, sehr geil funktionieren. Wenn ihr so einen Effekt haben wollt, dann kommt zu uns ins Traumabitur-Coaching. Erster Link in der YouTube-Beschreibung. Da ist einfach ein Link, kannst du draufklicken, kurz Video anschauen, dann kannst du dir einen Termin aussuchen, wann du angerufen werden möchtest. Das werde dann entweder ich sein oder jemand aus meinem Team. Und dann werden wir mal persönlich darüber sprechen, was gerade so deine Probleme in der Oberstufe sind, wie wir dir weiterhelfen können und wie wir dich zu deinem Traumabitur bringen können. Deswegen, meldet euch da an und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.